Das ist immer der Intro, ne? Das ist immer der Intro, wenn du reinkommst, ne? Muss doch sein, sonst geht's ja nicht. Das geht's nicht, das kann man es gar nicht ertragen, hast du recht. Kann man den Wahnsinn hier nicht ertragen. Ja, richtig. Amir, ich wollte dich fragen, hast du den Hadith von der Spinne und Mohammed? Weißt du, was ich meine? Von was? Von der Spinne und Mohammed, wo die Sahaba Mohammed gejagt haben durch die Höhle, wo eine Spinne ihnen dann geholfen hat, weißt du? Achso, ich glaube, das ist sogar im Koran, diese Geschichte, ne? Im Koran? Ja, im Koran ist sie verzeichnet. Es gibt eine ganze Sure, die heißt Al-Ankabut, das ist die Spinne. Hast du die Sure nochmal? Ich will kurz aufschreiben, Sekunde bitte. Ja, gib einfach ein. Sure Al-Ankabut. Auch bei uns in Persisch heißt das Sure Al-Ankabut. Ankabut. Das ist die Sure 29. Sure 29. 29. Ja. Okay, danke schön, Amir. Ja, gerne. Und lass dich von diesem, wer ist der Maniak, wer ist, wie ist der? lass dich von denen nicht runterkriegen, du weißt, es ist, der hat sich die Kamelung gemacht. Mach's gut, ciao. Ciao, Amir. Ciao, ciao. Hallo, Amir. Hallo meine Liebe, Gott segne dich und deine Familie. Ja, dich auch und die Geschwister, die hier zuhören auch. Und zwar habe ich am Wochenende was ganz Interessantes auf YouTube gesehen und ich wollte fragen, vielleicht hast du das auch schon gesehen, ansonsten würde ich das dir und den Geschwistern auch empfehlen. Und zwar war die Überschrift Kalifat Deutschland, so dramatisch ist die Lage wirklich. Islamkritiker packen aus und eingeladen waren unter anderem der Veros Khan und der Irfan Petschi oder Petzi. Ja. Hast du das gesehen? Zufällig schon? Nein, noch nicht. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr interessante Gesprächsrunde, auch im Rahmen von der AfD. Man kann jetzt auch von der AfD halten, was man will, aber Fakt ist ja, dass sie wirklich Zahlen haben. Da war auch ein ehemaliger Polizist dabei, der auch im Sicherheitsdienst gearbeitet hat und wirklich auch ganz dramatische Zahlen gebracht hat, ne, wie es um Deutschland steht. Ja. Das geht zwar zwei Stunden, also über zwei Stunden, aber es ist wirklich schlimm, ne? Okay, danke dir, meine Liebe. Nichts zu danken. Bis dann. Tschüss. Ciao. Amische Weisheit, so wertvoll. So wertvoll. Wie das flüssige Gold. Sahi al-Hukami. 5686. Islamische Weisheit. So, ja. Wie das flüssige Gold. Hallo? 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 Unglaublich. Er ist ja am Kauen und am Schmatzen und redet kein Wort. Schau dir das mal an. Hallo, Mr. Schmatz. Schmatzi, schmeckt mir ein Foto. Schmatzi, ein Foto. Schmatzi. Na, sag mal, Jung, was ist denn da los? Schmatzi. Wolltest du was sagen oder was? Oh. Wie, nee. Bist du eine Frau oder was? Schmatzilina! Ey, ich bin keine Frau. Achso, okay, du hast dich angehört wie eine Frau. Ja, rede doch! Ja, okay, du hast gesagt. Kein Nerv auf diese Kamelurin.
Hey, Abi von NRW. Hey, warum gehst du raus? Bleib hier! Nein! Abi von NRW, bitte! Bleib hier! Hallo, hallo. Hallo, hallo. Jo, Ami, Ami. Gute Frage. Warte, hört er mich erstmal gut. Ja, erstmal Gott segne dich und deine Familie. Ja, ja, ja. So. Ich hätte kurz eine Frage. Hättest du Lust auf eine kurze philosophische Debatte über die Trinität? Was sagst du? Hättest du Lust auf eine kurze philosophische Debatte um die Trinität? Eine philosophische Debatte um die Trinität? Ja. Was hast du denn daran auszusetzen? Du hast dich gestummt! Also ich wollte dir nur kurz, also darum, dass die Trinität inkohärent ist und den und der Logik widerspricht. Die Trinität ist inkohärent, bist du Moslem oder was? Ja, Alhamdulillah. Ja, was bedeutet denn Tauhid? Unification, wie auf Deutsch heißt das? Unification, genau. Einfach, dass man, also, dass eins mehr sein kann, ne? Ja. Es bedeutet nicht, dass Allah eins ist, sondern einer von Ahad. Also nicht in diesem Fall. Also nicht, wenn es der Logik widerspricht. Also wenn es um die Trinität ist, du kannst behaupten, dass du eine Unifikation hast oder was auch immer, aber das ist nicht der Fall. Wenn es um Allah geht, es geht um Allahs Attribute. In eins bringen, das ist Tauhid. Genau, es geht dabei geht es um die Attribute, also um die Essenz. Allah ist die Essenz und die Attribute, die unifizieren die Essenz. Das heißt, also wenn es um die Essenz geht. Gibt es neben Allah noch was anderes Unerschaffenes? Nein. Ja, was ist denn mit seinem Wort? Sein Wort ist ein Attribut von ihm. Ja genau, ist das erschaffen oder unerschaffen? Es ist unerschaffen. Unerschaffen, also ewig, ne? Genau. Genau, das Wort von Allah ist unerschaffen. Und jetzt siehst du, dass der Allah und sein Wort unerschaffen sind. Du hast zwei Komponenten schon mal. Ja, weiter. Verstehst du? Nein, weil ich sehe nicht. Warte, kann ich gleich antworten? Also, wir Muslime sehen das Wort Allahs nicht als eine separate Entität neben Allah. Das heißt, das Wort Allah ist zwar ewig, genau wie seine Allmacht, genau wie seine Barmherzigkeit und so weiter, aber das ist keine separate Entität, die von Allah unterscheidbar ist. Wie hat Allah die Welt geschaffen? Kunig Fayakur mit seinem Wort. Aha, durch sein Wort, siehst du? Also ist sein Wort Schöpfer, ne? Nein, Allah, oh mein Gott. Es gibt, guck mal, es gibt einmal das, was er schafft und womit es erschaffen wird. Allah ist der Schöpfer und er hat durch sein Wort erschaffen. Wenn du ja, jetzt, guck mal, warte, ich gebe dir eine Analogie. Wenn du jetzt einen Hammer hast, okay, und du hast mit deinem Hammer ein Spielzeug gebaut, wer hat jetzt das Spiel gebaut, wer hat das Spiel erstellt? Du oder das Hammer? Durch. Ja, aber ich brauche ja nicht den Hammer, um das zu machen, oder nicht? Nicht, dass das Hammer das Spiel erstellt hat. Aber ich brauche ja nicht den Hammer, um da etwas zu machen. Ich als Person nehme den Hammer. Ja, genau das ist es. Also der Allah nimmt sein Wort und macht etwas. Genau. Und genau so. So. Und jetzt stell dir mal vor, dass Allah durch sein Wort alles erschafft, mein Lieber, hör mir zu. Jetzt der Allah spricht, Kun Fayakun, sei und es ist. Wo war denn Jesus Christus, dieser Isa, bevor der in Mariam eingeboten wurde? Im Islam oder im Christentum? Im Islam. Kannst du mal die Frage stellen? Wo war Isa, als er in Mariam eingehaucht wurde? Er war noch nicht erschaffen, also kannst du was sagen? Also der Allah sagt in Sure 4, 171, dass Jesus, dieser Isa,
sein Wort, Kalima, und sein Geist ist Ruhum Minhum. Genau, ja, genau, genau. Also wo war denn dieses Wort und der Geist von Allah? Ja, genau, genau. Also, das sind einfach zwei Titel, die von Christus, Isa alayhi salam, attributet wurden. Das soll nicht behaupten, dass Jesus, da das Wort Allahs ewig ist, dass auch Jesus auch ewig ist, weil ihm das dieser Name attribut wird. Nee, ist nicht der Fall. Jesus heißt einfach nur, Jesus wird auch Kalimatullah genannt, weil er durch das Wort erschaffen ist. Weil es macht keinen Sinn zu glauben, okay, Jesus hat den Namen Kalimatullah. Erstmal ist es ein Wort von ihm, nicht das Wort Allahs. Er ist nur ein Wort von Allah. Das ist einfach nur ein Name, ein Titel, den er hat. Das ist ja auch sein Geist. Ja, warte, sein Geist im Sinne, dass er ein erschaffener Geist, nicht, dass er ein Teil von Allah ist. Also hat der Allah einen erschaffenen Geist noch zusätzlich? Nein, das ist nicht der Fall. Allah hat einfach einen Geist erschaffen und dieser Geist ist nicht ein Teil von seiner Essenz, ist einfach etwas von seiner Schöpfung. Allah sagt auch, meine Himmel oder meine Jannah, meine Jannah, heißt es, dass das Himmel ein Teil von Allah ist? Natürlich nicht. Ja, nein, das meine ich ja nicht, aber du siehst, dass Isa der einzige genannt wird im Koran als das Wort von Allah und sein Geist. Also genau, hat er seinen Geist und sein Wort in Maria eingehaucht. Ja, genau, es ist nicht, keine Ahnung, wie du sein verstehst. Warte, keine Ahnung, was sein verstehst. Ich sage. Wie hat Allah das gemacht? Wie Allah was gemacht hat? Ja, wie hat er das gemacht? Was genau ist passiert da, als der Maria da eingehaucht hat? Was genau ist da passiert? Genau, da hat Jibril alayhi salam in Maria oder ich kenne das Wort, das Verb nicht, er hat geblowt. Was hat er gemacht? Er hat gepustet halt in Marias Geschlechtszeit. In Marias Vagina hat er reingepustet. Genau. Also der Allah braucht Jibril, damit der in Marias Vagina einpustet. Also das willst du uns sagen. Wo ist dein Problem? Was ist dein Problem damit? Was ist ein Problem? Also Gott kann das nicht einfach so machen. Er muss unbedingt in die Vagina reinpusten, ne? Also, ich sehe da Probleme. Aber tickst du noch richtig oder was? Aber du bist wenigstens ehrlich. Das steht nämlich wirklich so. Ja, und ich sehe kein Problem damit. Du musst mir halt, wenn du es jetzt als absurd siehst, auf einmal so immer etwas Schlimmes. Ja, dann musst du das zu deinen Muslimen sagen. Die Muslime haben ein Riesenproblem, dass Allah das Wort Farjaha benutzt. Und in die Vulva von Maria einhaucht. Ich persönlich habe kein Problem damit und es gibt sehr viele, die kein Problem damit haben. Ja, dann erklär das deinen Muslimen, die gerade zuhören und sag mal, ihr dummen, kleinen Lümmel. Allah erwähnt das Wort Farjaha und Farjaha bedeutet Pulver. Und er benutzt diesen Jibril, weil er selber nicht in der Lage ist, einfach ein Kind da reinzuzaubern. Nein, er gibt dem Jibril die Möglichkeit, wie heißt das, so da reinzupusten. Und zwar wo? Nicht einfach in den Magen oder so, nein. Er guckt sich also die Vulva an und dann pustet er da rein, richtig? Ich bin dir ehrlich, das, was du gerade machst, ist einfach nur kindisch. Also, ja, genau, das ist richtig behämmert, was du gerade machst. Hast du gesehen? Siehst du, wie behämmert das ist? Nee, ich meine, wie du es gerade stellst. Sagst, oh mein Gott, Vagina, hahaha, so wie ein kleines Bruder, komm schon, du bist erwachsen, Bruder. Wer macht sowas? Ja, guck mal, der erste Muslim, der schreibt schon, la haula wa la quwwata illa billah, weil er das nicht ertragen kann. Was du da sagst. Nee, er kann nicht ertragen, er kann nicht ertragen, wie ein 30-, 40-Jähriger sich über sowas lustig macht. Er kann es nicht ertragen, weil du gesagt hast, dass Allah Jibril benutzt hat, um Marie in die Vulva von Maria zu pusten. Weißt du, was das bedeutet? Nee, bitte zeig mir das Problem damit jetzt. Und das Problem ist, dass du dich gar nicht auskennst, denn in Surah 19, Vers 17 sagt der Tafsir von Al-Barawi, dass der Jibril die Gestalt eines Mannes annahm und während Maria am Baden war und sich abtrocknete, kam Jibril als ein Mann hinter ihr und hat seinen Finger da reingetan. Mit Samen. Warte kurz, das kann Al-Barawi behaupten, solange es keinen Beweis dafür gibt von der Koran und Sunna, werde ich nicht akzeptieren. Okay. Also bist du höher als Al-Barawi, ne? Nein, das habe ich nicht. Ich habe nicht behauptet, aber ich behaupte gerade, dass ich nicht alles. Okay, dann prüf mir, dass das ein Idiot ist, der keine Ahnung von Islam hat. Lass mich kurz antworten. Ich habe gerade gesagt, dass ich nicht alles nehme als Beweis für meine Religion, solange es nicht mit der Koran, mit der Sunna
Aber das ist Kapitelbesuche 19, Vers 16. Egal, es ist mir, es ist komplett irrelevant. Du kannst mir auch einen Tafsir zeigen, der sagt, keine Ahnung, irgendetwas behaupten, aber ohne jegliche Beweise. Das soll ich nicht akzeptieren. Ich muss nicht akzeptieren. Ich muss nicht alles akzeptieren, was passiert. Aber hast du denn das schon mal, mein Lieber, hast du schon mal den Tafsir mal durchgelesen? Nicht alle, also, nicht wirklich, aber solange dann, kein. Ja, dann geh noch mal raus, guck dir mal den Tafsir an, weil der Al-Barawi erwähnt auch andere, die das befürworten. Verstehst du? Warte. Al-Qurtubi sagt das. Al-Qurtubi sagt genau den gleichen Unsinn. Ich nehme mich von Al-Qurtubi. Okay, danke. Vielen Dank. Ich nehme mich von Al-Barawi. Ich nehme mich von Al-Qurtubi. Ich nehme nur von meinem TikTok Shisha-Sheikh. Sobald es brennt, ich nehme nicht von dem. Nein, der ist auch nicht gut. Nein, ich nehme auch nicht von dem. Ja, hier, Al-Qurtubi Lanatullah. Ja, genau, das sagt nur ein Schia. Warte, war das gerade hier? Al-Hussein ibn Fatima. Weißt du eigentlich, danke Patrick, weißt du eigentlich, dass der Allah dir 70.000 gute Taten aufschreibt, indem du einfach nur Wassermelone isst? Während du Wassermelone isst, werden dir einfach 70.000 gute Taten aufgeschrieben und 70.000 werden dir einfach weggenommen. Ist das nicht wundervoll? Geh mal heute zu Aldi und Lidl und guck mal, vielleicht haben die Angebot da für Wassermelone. Da steht in Bihar al-Anwar. Danke, Gablus. Ist das nicht bezaubernd, wie korrekt das ist? Einfach Wassermelone essen. Bei den Sunniten, die kaufen sich Wassermelonen, um sich daran zu bereichern. Und ihr Schiiten isst sie ja wenigstens, um dann gute Taten aufgeschrieben zu bekommen. Ihr seid echt cool. Ihr habt es irgendwie mit Wassermelone. Irgendwie habt ihr es mit Wasser. Jetzt kommt wieder Jundubi. Jetzt kommt wieder Jundubi und macht mir wieder meinen Kopf kaputt. Mensch, Amir, du hast mich doch letztes Mal zum Schrein gebracht. Jundubi, was ist das bitte für eine Religion, in der Allah dir einfach 70.000 gute Taten aufschreibt, während du Wassermelone am Essen bist? Ich müsste den Hadith dazu sehen. In Bihar al-Anwar haben wir auch sunnitische Hadith, das weißt du. War es das kein sunnitischer Hadith? Ja, guck mal, Bihar al-Anwar ist eine sekundäre Quelle. Gib mir die primäre Quelle. Ja gut, aber du musst ja bedenken, dass Bihar al-Anwar nicht einfach irgendein Witz ist, sondern von Imam al-Majlisi. Das ist ja, wird ja akzeptiert, Bihar al-Anwar. Aber das sind nicht nur schiitische, sondern auch sunnitische Ahadithe drin. So. Ja gut, das ist aber auf jeden Fall. Wie bitte? Das ist auf jeden Fall ein authentischer Schia-Hadith. Ja, also da sind schon viele authentische Überlieferungen drin. Da muss man halt gucken, was authentisch klassifiziert ist und was nicht, weißt du. Da steht immer eine Fußnote, weißt du, weil Al-Majlisi, Rahmatullahi Alayh, er hat auch den Sharh zu Al-Kafi geschrieben und er hat auch die Ahadith eingestuft, weißt du. Deswegen findest du die Einstufung oft in Bihar al-Anwar. Wenn du keine Einstufung dazu findest, musst du halt dir die primäre Quelle ansehen, weißt du? Ja, als würdest du den Hadith nicht kennen, komm, ich bitte dich, du weißt ja ganz genau. Bihar al-Anwar hat über 100 Bände und alles haben über 500 Seiten, du kannst mir gerne die Quelle dazu geben. Schau mal, außerdem akzeptieren wir in der Akida auch nur Mutawatira, verstehst du? Ja, also sind diese Leute nicht in der Lage, zwischen diesen ganzen Hadithen auszusortieren und für euch Schiiten einfach nur das Authentische drin zu lassen, ne? Das gibt es doch, es gibt doch Sahih al-Kafi. Also diese Shia Online Library, was ist das für eine Seite? Das ist eine Bibliothek, da gibt es auch sunnitische Bücher. Okay, aber wenn zum Beispiel dort steht Bihar al-Anwar, von wem ist das dann? Von Al-Majlisi, Rahmatullahi. Also, du siehst doch, dass der Al-Majlisi das immer die Zeit. In dem Buch sind nicht alle authentischen Ahadithe. Da sind welche, die Sahih sind, manche, die da sind. Amir, muss ich dir etwa das erklären, wie das mit den Überlieferungen... Okay, warte mal ganz kurz, aber würdest du nicht auf den Gedanken kommen, wenn die Leute schon Hadithe so aufgeschrieben haben, dass sie das doch schon rausfiltern und einfach für euch nur die authentischen drinnen lassen? Oder waren sie nicht in der Lage, das zu wissen? Soll ich dir erklären, warum? Ja, bitte. Schau mal, im Allgemeinen haben wir bei Al-Kafi, okay, Al-Kafi ist ja in drei Teilen unterteilt, einmal Usul Al-Kafi, Furu Al-Kafi und das dritte habe ich gerade vergessen, aber im Allgemeinen das ganze Al-Kafi, okay,
Da hat Sheikh Al-Kulayni, rahmatullahi alayh, er hat jeden Hadith, den er gefunden hat, gesucht und den hat er, also er hat ist von Tür zu Tür gegangen und hat den aufgeschrieben, so. Aber, jetzt musst du gucken. Er hat zum Beispiel die Ahadithe nach, wie heißt es, geordnet. Also er hat sie in Bab, also wie übersetzt man Bab, al, das Kapitel. Bab ist sowas wie Tür, aber man kann das Kapitel nennen in Ahadithen. Verstehst du? Hörst du mich? Kannst du mich noch hören, Amir? Was erzählst du da für einen Schrott schon wieder, Genomi? Weißt du, willst du etwa besser wissen, wie Al-Kafi zusammengestellt wurde, oder was? Ich meine, was für eine billige Erklärung ist das bitte? Ich habe dir gerade gesagt, warum haben diese Hadith-Gelehrte Genobi. Ich habe dich gerade eben gefragt, warum haben denn diese Hadith-Gelehrte? Weil ich kenne diese Spielchen, die du spielst. Oder ihr allgemein, ihr Muslime. Das akzeptiere ich nicht. Sobald es sogar authentisch ist, sagst du, wenn das dem Verstand widerspricht oder unserer Akida widerspricht, dann so, lass mir das beiseite. Was ist das denn vor dir? Guck mal, Koran und den authentischen Ahadithen, den Mutawatir Ahadith. So, wenn das dem widerspricht. Genobi, sei mal ehrlich. Gab es schon mal Hadith, wo du gesagt hast, das lehne ich ab, ja, ne? Obwohl es authentisch sei ehrlich. Schau mal, meinst du jetzt, die authentisch sind, also Mutawatir sind, die ich akzeptieren muss, oder wie meinst du? Das was Al-Kafi da in sein, das was Al-Kulayni in Al-Kafi niedergeschrieben hat. Du weißt ja, dass das authentischste Werk ist von euch. Einer der authentischsten, ja richtig, schau mal. Al-Kafi, okay, das da können Sachen drin stehen. Erst noch Al-Kafi. Ja, guck mal, ich erklär's dir. Da können Sachen drinne stehen, okay, die man falsch verstehen kann, aber wir müssen bei einem Hadith immer den Matin uns ansehen. Das hat auch der Anas Islam erklärt. Okay, das habe ich verstanden, aber merkst du, sobald ein Hadith sogar authentisch befunden wurde, richtig, richtig authentisch, ihr trotzdem damit eine riesen Schwierigkeit habt, es anzunehmen, weil das gegen euren Verstand... Du musst diesen Hadith verstehen, du kannst nicht einfach irgendeine Aussage nehmen, okay, ohne den Kontext und dann das war's. Nee, du musst dir den Kontext ansehen und das auch verstehen. Kennst du Makarim al-Akhlaq? Kennst du Makarim al-Akhlaq? Was ist damit? Was hat also das jetzt dann mit? Ist diese Quelle vertraut? Kommt rein, ja, aber ich habe nicht viel darin gelesen, warum. Von wem ist das? Ist das authentisch? Kann man das verwenden? Makarim al-Akhlaq? Also, guck mal, bei uns Schiiten ist gar kein Buch authentisch, außer der Koran. Kein Buch ist 100% authentisch, außer der Koran. Ja gut, aber die Überlieferung akzeptiert ihr auch. Das ist doch Quatsch, Mann. Ja, guck mal, nicht jede Überlieferung, okay, die es gibt, müssen wir akzeptieren. Warum? Ich als Schiite zum Beispiel kann sagen, okay, die Kette ist nur einmal überliefert worden. Das heißt, die Überlieferungskette ist Ahad, also einmal überliefert. So. Und das darf ich in der Akida nicht annehmen. In der Akida darf ich nur Mutawatir annehmen. So. Verstehst du? Was bist du denn, Usuli oder Ahbari? Das ist egal, was hat das denn mit dem anderen zu tun? Ja, ich möchte mal wissen, was für eine Auffassung hast du? Ich bin Usuli, aber die Ahbaris haben eine ähnliche Verfahrensweise. Also sie akzeptieren. Ja, aber bist du der Meinung, dass Allah durch Ali die ganze Welt geschaffen hat und das ganze Universum? Guck mal, ich lehne das ab, dass die Immer alaihi salam das Universum erschaffen haben. Ich lehne das ab. Ja, aber so. Wie kommen die denn da drauf? Schau mal, das ist ein innerschiitisches Thema und das hat dich nichts anzugehen. So. Ja, wie das hat dich nichts anzugehen? Willst du mich veräppeln? Ja, du willst die Fitna machen. Eine riesengroße Gruppe von euch, das ist ja keine kleine Gruppe, die Ahbaris sind Millionen, Mann. Die sagen, dass Allah und Ali alles geschafft hat. Und dann sagst du, das sind Innerkonflikte, die müssen wir miteinander. Nicht jeder Ahbari glaubt daran, hör mal zu, nicht jeder Ahbari glaubt daran, nicht jeder Ahbari. Natürlich, alle Ahbaris glauben daran. Nein, rauf zu lügen. Guck mal, ich kenne doch Ahbaris. Ja, was? Soll ich jetzt hier reinholen, der das ablehnt, oder was? Sie glauben fest daran, dass Allah Ali auserwählt hat, um die Welt zu schaffen. Okay, Amir, ich hole dir einen Ahbari hier hin und wir gucken, ob er daran glaubt, okay? Ja, denn natürlich bringst du jetzt irgendeinen hin, der das soll. Nein. Guck mal, lass mal diesen Isa Hawazi beiseite, der ist eh schon ein Kafir, okay? Lass mal auch den wirklich beiseite, es gibt tausend andere Ahbaris, damit ein... Ja, sogar du sagst, Isa Hawazi ist schlecht. Ich meine, ich habe gesagt, lass ihn erstmal beiseite. Isa Hawazi ist ein Kafir, erzähl weiter. Warum beleidigst du denn deinen eigenen schiitischen Bruder? Er ist nicht mein schiitischer Bruder, er hat gesagt, dass er hat Mekka beleidigt, ne? Er hat Mekka verflucht, er hat den Koran verflucht, er hat alles verflucht. So. Aber wieso? Aber warte mal, der Koran ist doch verfälscht, also laut euch Schiiten.
Nein, der Koran ist nicht verfälscht. Du bist so ein Lügner, ey. Warum lachst du jetzt? Frag dich aus dem aufrichtigen Herzen. War der Name Alis im Koran drin, ja oder nein? Guck mal, es gibt verschiedene Meinungen dazu, dass der Name... Ich will die Wahrheit von dir hören. Guck mal, willst du meine Meinung hören oder willst du die allgemeine Meinung? Ich will nicht deine Meinung hören, ich will die Meinung deiner Gelehrten hören. Okay, die eindeutig sagen, es gibt Ijma. Okay, der Name von Ali war drin im Koran. Lack, hör mir zu. Lack, hör mir zu. Lack, mach mich nicht wieder aggressiv wie letztes Mal. Lack, mach mich nicht aggressiv, Mann. Amir, ich schwöre, letztes Mal, meine Nachbarn haben wegen dir geklingelt, weil ich so aggressiv geworden bin, ja? Ja, meine auch wegen dir. Die haben mir einen Zettel da gelassen. Bitte seien Sie ruhig. Ich hab gesagt, ja. Ich muss mit diesen Schieten hier reden, ey. Junge, ey, du machst mich so aggressiv, Amir. Du bist so ein Clown, ne? Du bist so ein Clown. Du bist so ein Kacker, Mann, ne? Du kommst aus Düsseldorf. Ich will dich einmal treffen, da musst du mir ein paar Fitness-Tipps geben, Amir. Ja, Fitness-Tipps kriegst du immer bei Dr. Scherer, Abu Amir. Ja, ja. Machst du mir auch so ein T-Shirt wie von ABK? Ja, natürlich. Dir gebe ich die heftigsten T-Shirts. Ja, ja. Machst du mir auch ein T-Shirt. Anders als für Hamdi. Nicht für Hamdi. Okay? Dir gebe ich das beste T-Shirt von allen. Ja, ja. Das Ahbadi, Mahbadi. Ja, danke, Nicole. Nein. Aber schau mal. Das mit okay, dem Koran... Okay, warte mal. Also, bitte. Ich möchte mich vom Thema weg. Jetzt werde ich gleich noch gesperrt wegen dir, Mann. Ja, sehr schön. Dann habe ich doch was Gutes gemacht für die Oma. Hey, noch einmal sowas, dann wirst du blockiert. Ich sag's dir. Ganz noch ruhig, einmal, ganz ruhig. Ich entschuldige mich hier ganz klar bei ihm. Ja, dann gut. Ist wieder gut. Jetzt hast du mich besänftigt. Okay. Ja, alles gut. Schau mal, Amir. Lass uns mal bitte ein bisschen ernster werden. So, wir sollen jetzt ich frage dich doch aus dem aufrichtigen Herzen. Waren, ja, ja, schau mal. Ich will die Namen der Ahlul Bayt im Koran, ja oder nein? Sei ehrlich. Okay, dann lass mich darauf antworten. Darf ich darauf antworten? Ja, mach jetzt. Okay. Ich sage dazu, dass im Ta'wil des Korans, okay, im Mushaf Imam Ali alayhi salam, im Ta'wil drinne stehen die Namen der Imam Ali alayhi salam drinne stehen und die Namen der Verräter, also Abu Bakr, Umar und Uthman. So, das ist aber der Ta'wil des Korans, die Auslegung. Und das kann man auch Koran bezeichnen, daran glaube ich, ja. Ja, aber meine Frage hast du ja immer noch nicht beantwortet. Der Name Ali alayhi salam, so wie du immer sagst, war der im Koran verzeichnet und hat ihn jemand rausgeholt aus dem Koran? Ich sage auch Jesus a.s. erstmal. Und ich sage, nein, aus dem Koran wurde nichts entnommen. Nein, daran glaube ich nicht. Okay, darf ich dir eine Quelle nennen aus Al-Kafi, der eindeutig bestätigt, dass der Name Alis wahrhaftig verzeichnet war. Die Sahaba haben ihn rausgeholt. Okay. Gehört das zur Akida? Was du gerade trinkst. Ja, ist mir völlig egal, ob das zu Akida gehört. Was meint das jetzt ein Kollege, als er das überliefert hat? Guck mal, okay, das ist gehört zu der Akida. Eins, das merkst und du, zwei. Merkst du, was du gerade machst, Junubi? Dein Hintern okay, zu retten? Okay, hol die Aussage. Die Schiiten glauben daran. Sie glauben, dass der Mahdi den wahren Koran bei sich hat. Hol die Aussage. Okay, ich hol die Aussage. Einen Moment. Hol die Aussage und Leute, guck mal, wie der sich blamieren wird, ja. Ja, genau wie du, der Wassermelone ist. Guck mal, genau der Wassermelonenmann. Achla Wassermelone, Alter. Amir, gibst du mir eine Wassermelone aus? Amir, gibst du mir eine Wassermelone aus? Ich geb dir immer alles aus, was du möchtest. Perfekt. Ich möchte einmal eine Wassermelone von dir. Ja, okay. Hoffentlich kriege ich auch 70.000 gute Taten aufgeschrieben, Mann. Wenn du Shia wirst, dann inshallah. Han Imam Rıza aleyhisselam. Ich verzichte auf Mutter, ey. Dankeschön. Amir, Han Imam Rıza aleyhisselam. Ja. Das sagen doch deine Eltern, oder nicht? Han Imam Rıza. Meine Eltern, ja, die schwören manchmal auf diese ganzen Imame und so. Be Imam Rıza, be Umam Hashtum und sowas. Ja. Möge Allah deine Schiitischen Eltern segnen. Möge Allah deine Schiitischen Eltern segnen, ja. Nein, hör auf mit dem Unsinn, Mann. Bruder, ich liebe deine Eltern. Glaub mir, ich liebe deine Eltern. Wenn deine Eltern wirklich Schiiten sind, ob das wahr ist oder nicht, Allah weiß das, aber wenn sie wirklich Schiiten sind, dann möge Allah sie segnen, ja. Ja, Amen. Hast du kein richtiger Rafi? Guck dir das an. Ja, von Ali ibn Suwid wurde Kannst überliefert. Kannst du mir die Quelle nennen erstmal? Ich warte, ich lese es dir vor, dann gebe ich dir die Quelle. Dass Imam Musa Qasim a.s. im Gefängnis war, als ich ihm einen Brief schrieb, der Imam a.s. antwortete darauf und schrieb in seiner Antwort diesen Satz: Sie wurden für Amin
über das Buch Allahs erklärt, aber sie haben Tahrif begangen und Änderungen daran vorgenommen. Guck mal hier, wir sehen einen weiteren Hadith, der zu dieser Gruppe gehört und von Ibn Sheikh Ashub in Manaqib aufgezeichnet wurde. Die Predigt von Imam Hussein, die am Tag der Ashura gehalten wurde, wurde auf folgende Weise aufgezeichnet. Zweifellos zählst du zu den Menschen aus der Umma meines Großvaters, die ungehorsam und rebellisch sind, die von Allah festgelegten Grenzen verlassen, Grenzen verlassen haben, die das Buch Allahs weggeworfen haben und mit der satanischen Intuition reden. Wahrlich, sie gehören zu den gleichen Menschen, deren Gesichter wegen ihrer Sünden schwarz sind und die das gefährliche Verbrechen begangen haben, Tahrif mit dem Buch Allahs zu machen. Achtung, guck mal hier. Hier, die zweite Gruppe. Achtung, ich bin noch nicht fertig. Die zweite Gruppe von Hadith über Tahrif. Pass auf. Die zweite Gruppe über Tahrif besagt, dass die Namen der Imame von Ahlul Bayt a.s. im Koran vorhanden waren, aber zu einem späteren Zeitpunkt gelöscht wurden. Wir lesen in Al-Kafi, der vertrauenswürdigsten Quelle der Schiiten, Band 1, Seite 417, Hadith 26, zum Vers 417. Genau. Weiter. Al-Kafi, Band 1, Seite 417, Hadith 26 zum Vers, Sure 2, 23. Ich zitiere, Jabir sagte, Jibril offenbarte Muhammad diesen Vers auf folgende Weise. Und wenn Sie Zweifel haben an dem, was wir unserem Diener zugunsten Alis offenbart haben, dann erstellen Sie ein Kapitel wie dieses. Guck hier, in einer zweiten Überlieferung dieser Gruppe von Hadith. Warte, ich bin gerade beim Hadith 26, lass mich kurz lesen. Ja, okay. Eins nach dem anderen, eins nach dem anderen. Nein, ich muss was erledigen. Ja, alles gut. Geh ruhig, ich bin nur kurz da jetzt. Ne? Bist du noch lange hier, ich hol dich gleich wieder rein, ja? Du kannst das prüfen. Ich weiß nicht. Kann ich später wieder dann reinkommen? Dann können wir später wieder, aber prüf das erstmal und dann kommst du gleich wieder. Nein, schau mal, also ich lehne allgemein alles, was gegen den Koran spricht, ab, aber wir können weiter später darüber reden. Dankeschön, Junubi, danke. Alles. Die Namen, die Schiiten sind damit einverstanden, dass die Namen von Ali und der Ahlul Bayt im Koran waren. Aber es waren die Sahabe, die die Namen rausgelöscht haben. Wahnsinn, ey. Und wir haben das aus ihren Schriften. Warte mal ab, wenn ich mein YouTube-Video fertig mache. Dann war Feierabend hier.
Da waren die wieder vertieft in den Kommentaren. Da waren die wieder vertieft in den Kommentaren, ne? Ihr kleinen Süßen hier. So. Na super, Widerspruch nicht genehmigt. Danke, ihr Lieben, vielen lieben Dank für alles, ne? Möge der Herr Jesus Christus jeden einzelnen von euch das Doppelte und Dreifache und Zehnfache zurückgeben. Das, was ihr einem meiner Kleinen getan habt, das habt ihr mir getan. Das wisst ihr ganz genau. Nichts bleibt vom Herrn so einfach in Ewigkeit verloren. Nichts geht verloren. Möge der Herr euch das Zehnfache geben. Dankeschön, danke, lieben Dank. Vielen lieben Dank. Gott segne euch und eure Familie. Wundervoll. Ja, das ist die Doktrin der Schiiten. Die Schiiten glauben fest daran, dass der Koran, den sie heute in der Hand halten, nicht derjenige ist, den Ali hatte. Ne? Oder beziehungsweise den Mohammed so offenbart wurde. Das ist das. Und selbst ihre Schriften, Imam Khomeini hat das ja, gibt das ja auch zu. Ich glaube, der Imam Khomeini ist, glaube ich, Ahbari oder was. Ne? Ja? Oder Usuli, ich weiß, ich muss nochmal nachgucken. Auf jeden Fall... Die glauben alle daran, dass der Koran also verändert wurde. Da sind die alle mit einverstanden. Es gibt nur einige Schiiten, die sich da total gegen wehren, weil wenn das schon wieder passiert ist, dass der Koran Verfälschung erlitten hat, dann kann man ja Allahs Wort schon wieder nicht vertrauen. Und Sure 15, Vers 9 geht ja ein Rauch auf. Inna nahnu anzalna dhikr wa inna lahu lahafidun. Wir haben diese Ermahnung herabgesandt. Und wir werden wahrlich ihr Hüter sein. Der Allah konnte schon wieder sein Wort nicht bewahren. Und deswegen zerfliegt der Islam komplett auseinander. Das war's. Ich muss nur einen Tag muss ich mir nehmen, um dieses YouTube-Video endlich rauszuhauen. Da habt ihr einmal ein ganzes Sammelsurium von allen Aussagen der Gelehrten zum Thema Verfälschung des Korans. Sowohl bei den Schiiten als auch bei den Sunniten. Beide. Beide haben den Wahnsinn in ihren Schriften drin. Beide haben den Wahnsinn in ihren Schriften. Sowohl die Schia als auch die Sunni. Wobei bei den Sunniten nochmal eine riesengroße Katastrophe mehr ist als bei den Schiiten. Heftig. Heftig, heftig, heftig. Solltest du das dir nochmal schreiben, werde ich dich blockieren, Gina. Du nennst hier keinen Versager. Warum zeigt er sich nicht? Ja, wenn ich mich zeige, dann werde ich gesperrt. Weil das System sieht, dass ich am Fahren bin. Ich kann mich nicht zeigen. Hier, ich bin hier.
Hier ist Dr. Sheikh Abu Hanif, hier lebt und lebt. Der Doktor aller Doktoren. Der Doktor aller Doktorias. Danke. Der Doktor aller Doktorias. Der größte Schwätzer ist wieder live und zeigt sich, ja. Und Fatih ist mal wieder da, um mir zuzuhören. Danke, Fatih. Fatih, gelb oder gelb? Fatih! Janem benim! Fatih! Gelb oder gelb? Janem benim! Fatih. Canım benim. Wer hat das nochmal gesagt? Wer war das nochmal, dieser Canım benim? Die hat das immer so komisch betont. Wer war das nochmal? Boah. Wer war das nochmal, die das gesagt hat? Canım benim. Immer in jedem Video von der oder die. Wer war das nochmal? Mein Löwe, mein Bär. Ja, genau. Wie hieß die nochmal, diese Frau? Hakiko, ja, Hakiko heißt sie. Mein Löwe, mein Bär, hat die immer gesagt. Ja, mein Löwe, die Frau von Aaron. Ah, okay, ja, genau. Hakike Rengo, irgendwie sowas. Ja, mein Löwe, mein Bär. John Benham. Die macht auch was. John Benham hat die John Benham. Hammer. Ich habe mich immer totgelacht, echt. Wo sind die eigentlich hin? Die sind ja überhaupt gar nicht mehr so präsent in TikTok, ne? Die waren einst übelst da am Abgehen und jetzt sieht man gar nichts mehr irgendwie von denen. Oder ich werde da irgendwie nicht mehr angezeigt von denen, ne? Gianna Ben, ja. Ist auch besser, was sollen wir mit sowas? Was sollen wir bloß mit sowas? Business hat nicht geklappt, ja. Ja, aber möge der Herr Ihnen eines Tages die Möglichkeit geben, zu Ihnen zu finden und dass Sie Ihre Seele in Sicherheit bringen. Amen. Mögen Sie gerettet werden. Amen. Ach ja. Amir ist Moslem, passt auf! Ja, ihr Lieben, passt auf, Amir ist Moslem. Amir ist Mostgang! Mostland! Ich bin Mostland! Amir ist Moslem, pass auf! Amir, Schleike mit Massagepistole, mein Löwe, mein Bär. Sehr gut gemacht, nimm mal ein bisschen die stärkste von denen. Die ganze Zeit auf das Handy. Der Arme macht Takia. Ja, holt euch alle diese Massagepistole. Und dann am besten so ein Finger da dran, der die ganze Zeit so am Tippen ist. Da haben wir in 5 Minuten die 1 Million geknackt. Da, wisst ihr noch, das meiste, das wir hier auf TikTok geknackt haben, war 2,2 Millionen Likes. 2,2 Millionen Likes, Wahnsinn. Werde ich nie vergessen, das habe ich sogar gescreenshottet. 2,2 Millionen Likes. Das haben nicht mal die größten TikToker, einige von denen nicht mal hingekriegt. Wahnsinn. Bis in die Nacht, ja genau. Ich glaube, das war sogar an meinem Geburtstag oder was. Da war ich auch live. Ne? Da waren wir bei 2,2 Millionen. Ja, danach war der Daumen im Eimer, ja genau. Na, na, na. Ich tippe mit Schienenbein. Ja genau. So, meine Wundervollen. Dr. Sheikh Abu Hanif muss jetzt ein paar Sachen erledigen. Und so Gott will, werde ich dann gleich wieder live kommen. Aber nur so Gott will.
4 Euro war eine Frage bei Sheikh Amir. Ja, genau. Wenn ich das machen würde, wäre ich schon Millionär, ehrlich. 4 Euro pro Frage bei so vielen Leuten, die schon hier drin waren, dann wäre ich wirklich schon Millionär. So, ihr Lieben, ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr dabei wart. Möge der Herr Jesus Christus euch segnen, behüten und beschützen, sein Angesicht über euch leuchten lassen und euch das gewähren, was ihr braucht in eurem Leben. Amen. Mögen eure Namen im Buch des Lebens verzeichnet sein und dass ihr ja gerettet seid. Ne? Das ist mein größter Wunsch für euch, ne? Dass wir alle gerettet sind, egal mit was für Sünden, Fehlern und Schwächen wir behaftet sind in unserem leiblichen Körper hier. Möge der Herr uns allen beistehen, was noch auf uns zukommt und uns entrücken. Amen. Dankeschön, ihr Lieben, für alles. Gott segne euch und eure Familien und möge der Herr sein Angesicht über euch leuchten. Amen. Macht's gut, ihr Wundervollen. Bis später, ja? So Gott will. Macht's gut, ihr Wundervollen.